NDR 2 präsentiert. Frieser 1 an alle. Hier spricht Oma Rosi. So, was war Thema? Ja, Frank aus Buchholz fragt, Oma Rosi, hat eine Frau wie du eigentlich auch mal so einen richtigen Scheißtag? Ja, Frankie, was ist ein Scheißtag? Für mich wäre das zunächst einmal eine überdurchschnittliche Häufung negativer Ereignisse. Also, wenn du dir ein Bein brichst, dann kann der Tag ja auch nichts dafür. Nein. Ja. Ein richtiger Scheißtag sorgt immer wieder für Nachschub. Wie so ein Fäkalientropf, wenn der Teufel auf den größten Haufen scheißt. Oder ein Ventilator. Oma. Ist ja so. Morgens ein Pickel, Kaffee, alle Milch, sauer, Zahnpasta hart. Ja. Zahnbürste nicht aufgeladen, Auto springt nicht an, eingeparkt. Ja. Handy alle, Kabel weg, Hund kotzt und so weiter und so weiter. Ja. Im Einzelnen ja eigentlich nicht weiter dramatisch. Es ist die Summe. Es ist die Strecke. Und ich habe schon mal einem wildfremden Menschen auf einer Tankstelle den Wischwasserschwamm in den Nacken geschmissen, weil er auf der einen Seite an der Säule stand, an die ich eigentlich ran wollte. Und dann bin ich von der anderen Seite rangefahren. Dann war erst der Schlauch zu kurz, nochmal zurück, stramm ran, dann ging die Fahrertür nicht auf, nochmal vor und zurück, dann springt der Dieselpreis auf 2 Cent teurer um. Und als dann noch der Feststellhebel vom Tankschlauch nicht ging und ich im Dieseldampf die ganze Zeit gedrückt halten musste, an der langsamsten Zapfe der Welt, bin ich ausgerastet. Ja, war das denn nun aber ein Scheißtag? Entschuldigung. Die Wahrheit ist, diese Feststellhebel sind ja meistens kaputt. Aber in dem Augenblick, wo es dir überhaupt auffällt und dein Puls drauf reagiert, da ist es ein Scheißtag. Und der ist schon länger am Laufen. Genau wie dein Rückenschweiß. Kurzum, wenn du Scheiße riechst, dann stehst du mittendrin. Das waren jetzt 7-mal Scheiße. Das kannst du doch so nicht sagen. Nein, Omi, mach nur... Warum geht denn jetzt die Zigarette nicht aus? Aua!